Ich heiße nicht Schnurrtom, sondern euch auch herzlichst willkommen zu Let's Play FIFA 14. Ja, ich bin schon hier im Bildschirm, weil gerade mein Vater reingekommen ist, als ich schon in der Aufnahme war. Ja. Viel hat sich nicht geändert an der Aufstellung. Tom ist jetzt wieder drin, Audio auf der Bank. Dafür ist Sonko, ich glaube Sonko heißt er, ja, draußen. Profi 5 Minuten und Heiter. Zu Hause am 4. Oktober 2013. Warum da steht Anstoß 20:45 Uhr? Egal. Steffen Schwobel ist der Schiedsrichter. Und es geht los. Aufwärmen. Ja, ich habe heute, wie gesagt, die Quabenmitglieder wieder reingetan. Weil ja Tom mich gebeten hatte, dass er wieder spielen möchte. Habe ich ihn reingetan. Ansonsten Audia halt in den Kader. Also heute geht's gegen Arminia Bielefeld. Aufgestiegen sind sie ja aus der dritten Liga. Und ja, geht's auch heute los gegen den ersten Aufsteiger. Oder haben wir schon gegen KSC gespielt? Nein, noch nicht. Natürlich ist halt hier eigentlich ein Sieg Pflicht. Aber wenn nicht, dann nicht. Aber Tino jetzt schon die erste Chance. 1-0 Dynamo. Bleibt da ganz eiskalt. 60 Spielminute. Die Nummer 15 von Dresden macht das 1-0. Tino, grandios. Super Pass von Philipp. Oh, und da bleibt er eiskalt. Also schon geil. Und sofort geht auch Philipp weiter aktiv drauf. Ich bin mal gespannt. Es sieht ja jetzt schon mal stark danach aus, wo das Spiel hingeht. Aber das ist ja eigentlich scheißegal, wie es jetzt nach den ersten 6 Minuten aussieht. Kann ja eh alles noch ändern. Und da wäre ich ja heute mal gespannt, wie es ausgeht. Ob es wieder 2-1 für uns ausgeht oder halt heute mal ein anderes Ergebnis, ne? Oh, wieder der Pass auf Tino. Diesmal hält Platins. Die DSC, die Arminia, noch im Rennen. Also wenn Arminia sich nicht hier was einfallen lässt, dann kann es ganz böse werden. Jetzt Wally. Oh, langsam heißt Apipia oder wie der heißt. Ramirez schickt Wally. Der flankt in die Mitte. Da steht Tom. 2-0. Grandioser Kopfball. 15. Spielminute. Die Nummer 31. Tom Quabbe macht das Tor. Also das war ja mal jetzt gerade mega geil. Die Flanke war ein richtiger Bogen und dann an den Innenpfosten und ins Tor. Schönes Ding. 2-0 steht's schon nach 17 Minuten. Und die Lust bleibt da bei den Dresdnern. Oh, starker Pass von Tom. Aber da kommt Philipp nicht hin und Platin hat den Ball. Also bei dem Gegentor sah Platin jetzt nicht so gut aus, aber wer hätte gedacht, dass der auch so platziert kommt? Scheiße, komm schon. Arminia, die bekommen ja ihre Bälle, also erkämpfen sie sich auch. Jetzt gibt es Gelb für Ramirez, dem ich noch eine andere Rückennummer geben wollte. Die erkämpfen sich ja ihre Bälle, aber danach verlieren sie sie einfach zu schnell. Wie in diesem Beispiel hier. Der Ball kommt lang. Es kommt immer der lange Ball. Dresden verliert den Ball. Arminia hat den Ball. Schlagen. Dresden gewinnt den Ball. Philipp geht. Philipp geht. Philipp schießt. Platin hält. Also noch Glück hier für die Arminia. Von Jonas Hoffmann könnte man ja in diesem Spiel auch mal was erwarten. Sonst steht sein Stammplatz auch in Frage. Weil
Er zeigt einfach nicht das, ja, abseits, was er zeigen kann. Und ja, aber 2 zu 0 relativ früh in der Begegnung. Ist natürlich schön, aber man soll sich nicht auf einem 2 zu 0 ausruhen, hat man ja gegen Köln gesehen. Dennoch ist es gut gegangen, aber irgendwann wird es halt nicht mehr gut gehen. Wally auch lange kein Tor mehr gemacht, kann man so sagen. Meistens treffen dann wirklich nur die Stürmer. Jonas Hofmann ja noch gar kein Tor in dieser Saison. Eigentlich fast schon ein bisschen enttäuscht drüber. Oh, Philipp bekommt den Ball. Wird er abgeblockt? Ich hoffe, dass er abgeblockt ist. Nee, natürlich nicht. Und wieder der Ball weg. Also, Aussicht der Arminia. Und Dresden kombiniert sich eigentlich durch die Arminia-Hälfte. Kann man eigentlich so sagen. Die erste Halbzeit ist gleich rum. Und das, was Arminia bietet, ist schwach. Selbst dieser Angriff hier. Oder freundlicher Mithilfe der Dresdner, die da einfach einmal nicht richtig hingehen und dann, naja. Lucia bringt den Freistoß rein. Frederik steht da, kommt aber nicht hin. Vielleicht jetzt nochmal Fabian Klos. Rusasac sieht da wieder nicht gut aus. Das sieht manchmal einfach in den wichtigen Kretsch-Situationen nicht so gut aus. Der Ball kommt auf Tom. Der flankt den rüber und Wally ist da zu klein. Platins auch noch vor ihm am Ball, also keine Gefahr. Weitere Gefahr für das Arminia-Tor und so bleibt es beim 2 zu 0 zur Halbzeit. Aue führt zur Halbzeit 1 zu 0 gegen den FSV Frankfurt und Köln führt zur Halbzeit in Berlin bei Union mit 1 zu 0. Ich werde jetzt nochmal hier zur Halbzeit schon wechseln und zwar Tom, Audia und. Ah ja, sonst lasse ich das erstmal. Lede ich dann eventuell nochmal, aber. Sonst erstmal nicht. Kein Abseits von Audia. Bringt die Flanke, aber Wally steht da. Gerade einmal falsch. Hoffmann zum zweiten und wieder kein Tor für. Den Mann mit der Nummer 30, 18-jähriger Spieler von Borussia Dortmund ausgeliehen. Platins einfach mal mit einer guten Parade. Hoffmann mit der Ecke. Auflos hier und die kommt wieder ganz gefährlich. Wenn man die hier so sieht. Nächste Ecke auf Audia. Und die kommt auch ganz gefährlich runter. Leider neben das Tor. Sieht man hier auch nochmal schön, dass er doch relativ deutlich das Tor verfehlt. Bei dem Kopfball. Oh, Susac, da gab es Abstimmungsprobleme. Der Ball ist nicht in den Reihen der Dresdner. Tino begeht das Foul, bekommt kein Gelb. Das wäre schon die zweite in dieser Saison für ihn. Oh, Hoffmann wirft sich da in diesen Schuss. Oh. Wo ist die Sicherheit der Dresdner hin? Sie wanken hinten. Ramirez erobert den Ball. Philipp schickt. Audia. Oh, ja, Audia wird geschickt.
mit seiner Chance auf das erste Tor im Dynamo-Dress nicht genutzt. Einfach einen Schritt zu langsam. Ich denke auch, dass seine Situationen mehr die sind, dann im Luftbereich, sprich Kopfbälle nach Standardsituationen. Natürlich wird er auch mal ein, zwei spielerische Akzente setzen, aber damit ist vorerst nicht zu rechnen. Oh, der Ball kommt durch. Wird aber dann abgeblockt und dann ist er mit deinem Arminia rein. Jetzt vielleicht Philipp. Oh, Audia wird geschickt. Und Audia macht sein Tor. Muhammad Amina Audia mit dem 3:0. Schönes Tor vom Eingewechselten. Eigentlich sollte er da Tino schicken und dann schickt er Audia und dann... Ja, ich habe das immer noch nicht weggemacht. Weil vielleicht nutze ich das mal und dann weiß ich nicht, wie es geht. Kann er den, nimmt er den Ball mit und dann im richtigen Moment tunnelt er dort Burmeister und dann sitzt der Ball zum 3:0 für die Dynamos. Also hier gibt es eine Packung für Arminia Bielefeld. Susac wird dann auch den Platz verlassen und Dedic kommt für Philipp. Philipp hat mir heute, muss ich ehrlich sagen, nicht so gefallen. Aber Jonas Hoffmann, ich habe noch so Hoffnung, dass der hier auch mal sein Tor macht. Oh, guter Pass von Audia. Aber der kommt nicht durch. Oh, Wally. Auch lange nichts mehr zu sehen von ihm. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in den letzten. Kaum aufgefallen. Jetzt Audia mal in der Mitte. Wird bedient. Kommt dran. Zweites Tor für Muhammad Amina Audia. Wieder macht er seinen Torjubel. Und da kommt Tino wieder durchgesprungen. 69. Also, das 4:0 für Dynamo. Wunderschönes Kopfballtor. Philipp bringt die Flanke und dann Audia natürlich unhaltbar für Platins. In die linke Ecke. Gegen die Laufrichtung des Keepers. Und Alban Saba kommt nun. Genauso wie Slatko Dedic. Was will man mehr? 4:0 zu Hause. Grandios. Grandios. Und da fallen schon solche Leute wie Idiawali gar nicht auf. Ganz ehrlich, also den Mann. Ich wusste gar nicht, dass er heute auf dem Platz steht. Ramirez geht da rein. Hat schon gelb, aber scheißegal. Scheinbar. Oh, Brigerie. Oh, so ein Spiel ohne Gegentor wäre natürlich auch was Feines. Für Jonas. Schade, Audia verliert da den Ball. Kämpft da aber. Kann ihn nicht zurückgewinnen. Paul muss auch aufpassen. Okay, jetzt Wally. Warum er da Tino schicken will, weiß keiner. Jawohl. Stark. 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 Also ich muss schon sagen, ich bin überrascht von FIFA 14, dass es so viele positive Aspekte gibt. Also ich habe, wo ich das Spiel installiert habe, habe ich mal geguckt. Und da gab es so viel Negatives, was die Leute gesagt haben. Also ich habe auch in der PC-Rubrik geguckt, ja, also so viel Negatives, was denen nicht gefallen hat. Aber Leute, was wollt ihr denn mehr? Ich sag mal, EA gibt sich nicht jedes Jahr Mühe, wirklich jetzt. Also die Spielergesichter, das ist halt alles immer ein bisschen komisch. Aber trotzdem. Also für das, was sie da alles leisten für dieses Spiel.
die ganzen Bilder einfügen. Also es sind ja nicht überall Bilder drin. In den Ligen wie Argentinien, so die unbekannten Ligen, da sind dann keine Passbilder von den Spielern drin. Sozusagen Passbilder. Oh, Paul segelt da vorbei. Also Audi hat mich heute sichtlich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin positiv überrascht. Jetzt Dedic kriegt er noch sein Tor. Nein. Also 4-0 sollte ja natürlich auch reichen. Ja. 4-0 gewinnt Dynamo gegen Arminia Bielefeld. Doppelpack von Audia, Tom und Tino. Ja. Also ich bin zufrieden. Sehr, sehr, sehr zufrieden. Die Arminia natürlich sichtlich bedient. Aber noch schon nach 6 Minuten fing es an mit diesem Tor von Tino. Und dann dieses Tor, das sah Platins nicht perfekt aus. Mehr Chancen, Schüsse. 11 zu 1, Schüsse aufs Tor 9 zu 0, Ballbesitz bei Arminia, Zweikämpfe 25 zu 9, Faust 2 zu 1, sehr gut, Ecken 2-0, Schussgenauigkeit 81 zu 0%, Passgenauigkeit 73 zu 80, okay. Tino, bester Mann heute. Audia 8,3, Philipp 9,3, okay, Philipp ist gar nicht so aufgefallen. Tom 6,7, das fand ja Tom auffälliger als Philipp, aber ja. Sonst Wally Hoffmann, okay, gut. War nicht schlecht, Wally, ich glaube eine Torvorlage. Oder? Ja. Philipp, drei Torvorlagen. Okay, also das ist echt. Aue gewinnt 2-1. Und Köln gewinnt 2-1. Oh. Ja, Mann. Also ich finde schon, es ist schon geil irgendwie. Ein Ungelenk von Spielern, Tom. Jo, schön, dass du es mir hoch einrechnest. Ich speichere einfach mal jetzt. Und ja, Leute, leider warst du schon wieder für diesen Part. Also ich nehme heute noch so viel auf. Simulieren mal weiter. Hier ein Dingspause. Jetzt haben wir auch einige, wie sagt man, E-Mails aktuell aus Deutschland. Bastian Müller. Okay, nein. Nein. Oliver Sorg. Ja, das ist ziemlich gut. Patrick Funk. Ne, Ignowski, Perdei, na. Ich will den wieder haben. Daniels war Bubala, aha. Die könnte man ja mal beobachten. Ah, den auch. Nein. Robert Andrich. Okay. Den möchte ich gern beobachten. Den nicht. Tom Tribul. Na, nicht. Na, Tom Schütz, nicht. Ostrolek, der ist cool. Den finde ich eigentlich ganz cool. Barkfrede, Alter, der kommt so. Karl denkt immer, der ist so alt. Na, Plattenhardt. Die sind alle schon so. Sag mal, viel wert, weil die alle. Naja. Egal. Ich mach das offline. Sehen uns im nächsten Part. Ich sag, ciao.